Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich darf Sie alle begrüßen in Ihrem Wintersemester zu Ihrem Studienstart und bei uns vor allem zur Vorlesung BGB Allgemeiner Teil und Einführung in das bürgerliche Recht. Wir freuen uns insofern, glaube ich, das muss eigentlich nicht nur für mich sagen, sondern auch für den Kollegen Röttger, der heute da ist, in den ersten Minuten zumindest, dass wir die Veranstaltung mit Ihnen teilweise in Präsenz durchführen können. Sie sehen allerdings schon, dass es nicht ganz ohne technische Hindernisse vor sich geht. Dazu kommt, dass wir immer noch eine gewisse pandemiebedingte Einschränkung haben. Sie erkennen sie nicht nur daran, dass Sie Masken tragen, sondern auch, wenn Sie sich umsehen. Sie sind deutlich weniger Studierende hier im Hörsaal, als wir sonst allgemein im Semester sind. Das bedingt das ganze Anmeldungsprozedere, auf was wir später dann auch noch eingehen werden. Und deshalb, weil wir eben diese Besonderheiten haben im Semester, möchten wir mit ein paar organisatorischen dann auf die allgemeinen Hinweise zur Online-Lehre, also die Aufteilung, was im Hörsaal stattfinden wird, was rein digital stattfinden wird. Und schließlich kommen wir dann zu dem, was heute unsere erste thematische inhaltliche Einheit ist, nämlich das, was wir mit Ihnen in diesen Blog-Veranstaltungen machen wollen, Einführung in die Fallbearbeitung. Wir haben das mal genannt, von der Aufgabenstellung zum fertigen Gutachten. Also den Weg, dass Sie den mal vor Augen haben, den wir mit Ihnen dann beschreiben oder beschreiten wollen, wenn es dann an die Falllösung herangeht. Ja, auf der nächsten Folie haben wir dann Ihnen ein paar Stichpunkte aufgeschrieben zum Konzept der Vorlesung Einführung in das bürgerliche Recht. Sie können es komplett auch aufblättern. Das macht die Sache dann einfacher. Und hier darf ich das Wort am Anfang mal kurz übergeben. Ja, schönen Dank, Herr Fest. Ich darf Sie auch erstmal recht herzlich begrüßen, und zwar nicht nur diejenigen, die hier im Hörsaal sind, sondern auch die von welchem Ort auch immer diese Veranstaltung hier digital verfolgen bzw. der beiwohnen. Ich habe mir vorgenommen, das ist einfach von der Aufteilung her dann etwas eleganter, neben diesen paar technischen Einzelheiten, organisatorischen Einzelheiten, die ich am Anfang sagen wollte, Ihnen auch noch so zwei, drei weitere Punkte auf den Weg zu geben, die allgemein für das Studium von Bedeutung sind, aber im BGB von ganz besonderer Bedeutung sind. Zunächst also zu der Vorlesung. Wir sind nach wie vor eben halt gezwungen, diese Vorlesung nicht komplett präsent zu machen. Dementsprechend müssen wir uns hier auch ein bisschen behelfen, was die Technik anbelangt. Und jetzt kommen ein paar Sachen, die insofern wichtig sind, weil wir das nun uns aufgeteilt haben, die Vorlesung. Und ein bestimmter Bereich der Vorlesung wird von mir gemacht und diese Termine, bei denen Sie, da komme ich gleich zu, in der Zeitübersicht bei mir im Skript, Einführung in die Falllösung finden, das hat technisch und inhaltlich der Kollege festgemacht. So, deshalb ist also alles, was eigentlich im Allgemeinen die Vorlesung betrifft, auf meiner Homepage. Wie Sie auf meiner Homepage kommen, das haben Sie vielleicht schon rausgekriegt, sie ist einfach so schwierig. Eigentlich nicht so schwierig, wenn Sie eigentlich nur Dr. Oetker bei Google eingeben, dann werden Sie irrgeleitet, würde ich mal sagen. Dann landen Sie woanders unter alten Backrezepte und ähnliches. Also dann müssen Sie das Kochbuch eingeben, dann landen Sie auch irgendwie auf meiner Homepage. Dann ist als allererstes, wenn Sie auf der Startseite der Homepage sind, zu beachten, dass es dort am Ende unter dem Bild, ja, aus Lehrstuhlausflug gewesen, unter dem Bild allgemeine Hinweise zur Vorlesung Einführung in das bürgerliche Recht und BGB allgemeiner Teil finden. Das ist eine DIN A4 Seite, ist nicht zu viel, kriegen Sie auch keinen Schreck, aber diese allgemeinen Hinweise sollten Sie sich einmal durchlesen, damit Sie nicht völlig desorientiert sind. Und auf dieser Seite mit den allgemeinen Hinweisen finden Sie auch Näheres, wie Sie auf die verschlüsselten Dateien zugreifen können auf meiner Homepage. Ja, da steht das Benutzerwort drauf und das Passwort und damit können Sie dann auch die Dateien öffnen. Dann, wenn Sie das gemacht haben, dann gehen Sie bitte weiter auf der Homepage und dann sehen Sie an der linken Seite ein Feld Lehre und Forschung. Klicken Sie dieses bitte an und dann kommen Sie automatisch auf eine Seite mit den Lehrveranstaltungen, die ich in diesem Semester anbiete. Und da finden Sie dann auch Wintersemester 21/22. Die entsprechende Lehrveranstaltung Einführung in das BGB, BGB allgemeiner Teil. Sie klicken die an und dann öffnet sich eine Seite mit ganz vielen Dateien.
Ja, das ist erstmal eine allgemeine Beschreibung der Vorlesung und dann finden Sie ein Gitter in Anführungsstrichen. Und auf dieser Seite finden Sie erstens die Datei für das Skript zu der Vorlesung. Dieses Skript hat eine recht beträchtliche Zahl von Seiten, sind irgendwie fast 40 Seiten. Da finden Sie, und das will ich Ihnen ganz kurz hier nur erläutern, zunächst am Anfang des Skripts eine Zeitübersicht. Das sind die entsprechenden Termine, an denen ein bestimmter Inhalt durchgenommen werden soll. Und welcher Inhalt das im Einzelnen ist, das ergibt sich dann unter Groß C aus der Vorlesungsgliederung. Sie werden feststellen, wenn Sie diese Vorlesungsgliederung einmal durchlesen, dass das nicht unbedingt mit der Gliederung in den Lehrbüchern übereinstimmt. Ja? Das ist so möglich, dass man vergleichen, können Sie am ehesten noch eine Parallele nehmen, dass wenn Sie den menschlichen Körper beschreiben sollten, dann fängt der eine von Ihnen an mit dem Kopf, weil er meint, der Kopf ist am wichtigsten. Der andere fängt mit den Füßen an, weil er meint, die Füße sind am wichtigsten. Und das ist die akademische Freiheit, die wir uns nehmen, also einerseits in der Vorlesung, andererseits auch, wenn man ein derartiges Lehrbuch schreibt, dass der eine den Stoff so rum sortiert und der andere sortiert den Stoff so rum. Nichts ist richtig und nichts ist falsch. Ja? Alles möglich. Das ist Freiheit der Wissenschaft. Und Ihre Aufgabe besteht dann darin, den Stoff der Vorlesung, den Sie aus dem Zeitplan ersehen, sich selbstständig zu erarbeiten, und zwar mit Hilfe der Folien, die ich dort abgelegt habe. Bei den Folien, die können Sie öffnen, wenn Sie dann wieder das Benutzerwort und das Passwort eingeben. Das ist immer dasselbe. Und es ist parallel zu den jeweiligen Paragraphen der Vorlesung ein Video. Das Video ist aber kein Video, wie Sie es vielleicht kennen aus der Videothek, sondern das sind die besprochenen PowerPoint-Folien, die Sie sich da vorher angucken können. Ja? Es gibt also einmal als normale Folie nur, als normalen Foliensatz. Sie können sich ausdrucken, verkleinert ausdrucken, was daneben schreiben, was immer Sie machen wollen. Und parallel dazu gibt es das Video, das besteht im Prinzip darin, dass diese PowerPoint-Folien besprochen sind. Und der Zeitumfang, den ich dafür aufgewendet habe, diese Folien zu besprechen, entspricht ungefähr zumindest dem, was in einer Vorlesungsstunde hier gemacht wird. Das heißt also, der gesamte Stoff, der Vorlesungsstoff, wird Ihnen präsentiert über dieses Video. Ob ich nun das live gewissermaßen Ihnen präsentiere oder ob Sie sich wie dieses Video anhören, ist vom Inhalt her völlig egal. Sie haben sogar insofern einen Vorteil. In der Vorlesung nutzt es nichts, auf den Tisch rumzuklicken oder sonst irgendwas zu machen. Ich höre nicht auf, ich rede immer weiter. Ja? Bei den Videos hat es den Vorteil, wenn Sie aus irgendwelchen Gründen ein Ermüdungsphänomen an sich spüren, können Sie auf Pause drücken und dann gehen Sie eine Stunde schlafen und hören dann weiter. Ja? Ohne irgendeinen Substanzverlust zu erleiden. In der Vorlesung wäre das schon blöd. Ja? Wenn Sie eine Stunde schlafen, dann werden Sie geweckt, wenn die Vorlesung zu Ende ist. Das ist Mist. Also, diese Videos sollen Sie sich bitte anhören und, das kommt noch hinzu, das ist ein Punkt, den ich gleich auch nochmal etwas auch vertiefen werde, es reicht nicht aus, diese Videos einfach sich nebenbei einmal anzuhören. Ja, auch nicht nebenbei, ohnehin nicht. Ja? Beim Ausräumen der Geschirrspülmaschine, beim Abwaschen oder sonst irgendwas, das kann Ihnen natürlich keiner verbieten, aber davon haben Sie den Stoff noch nicht erfasst. Sondern ganz zentral ist, dass Sie den Stoff, den Sie gehört haben, ob in einer Vorlesung oder in einem derartigen Video, dass Sie diesen anhand eines Lehrbuches, da komme ich dann auch noch zu und Herr Fest wird das noch viel ausführlicher machen als ich, dass Sie diesen Stoff nacharbeiten. Und das ist, dieses Nacharbeiten des Stoffes, ist insofern von ganz zentraler Bedeutung, weil die Arbeitsgemeinschaften, die ja ganz bewusst etwas später ansetzen, davon ausgehen, dass Sie den entsprechenden Vorlesungsstoff bereits verstanden haben und intus haben. Das heißt also, es macht mit Ihnen keinen Sinn, in einer Arbeitsgemeinschaft die Falllösung zu üben bei einem Vertragsschluss, wenn Sie vorher nicht wissen, was ein Vertragsschluss ist. Also müssen Sie den entsprechenden Stoff vorher entsprechend aufgenommen haben, nachgearbeitet haben und verstanden haben. Zum Verstehen und Nacharbeiten gleich auch noch ein paar Hinweise. Wie gesagt, die Literatur, die will ich weitgehend Herrn Kollegen Fest überlassen. An dieser Stelle nur zwei Sachen. Es gibt eine Vielzahl von Lehrbüchern zum BGB Allgemeiner Teil. Es gibt nicht das Lehrbuch
das gab es mal in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja, da gab es ein, zwei Lehrbücher und da hat man gesagt, das ist das Standardlehrbuch, das nimmt man. Es gibt eine Vielfalt von Kollegen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation meinten, sie müssten ihr Einkommen aufbessern und sehr viel sparen, die sie dann in ihren Vorlesungen anpreisen. So, das habe ich nicht gemacht, das war bei mir nicht notwendig, aber es hat sich gewissermaßen ein Lehrbuch herauskristallisiert, das über Generationen hinweg empfohlen wurde. Mit dem habe ich auch schon gelernt beim Studium. Das ist von Herrn Box und Herrn Walker verfasst worden. Box ist der alte Mann gewissermaßen, der hat die Urauflage geschrieben. Bei mir gab es nur Box und Walker kam dann später dazu. Der heißt auch Walker. Gehen Sie bitte nicht in eine Buchhandlung und verwechseln den und wollen dann einen Walker haben. Ja? Das ist ein Whisky, das ist auch lecker, aber das passt dann nicht so weg. So, und Herr Walker heißt auch Wolf Dietrich mit Vornamen und Johnny. So, das ist also das zu dem Lehrbuch, was typischerweise im ersten Semester oder für die Erstis empfohlen wird. Es gibt auch viele andere, da, das wird Ihnen Herr Fest sagen, je nachdem, ob man den Kollegen mag oder nicht, empfiehlt man die oder lässt es. Ich hatte immer ansonsten als Tipp für die Studis was ganz Pragmatisches eigentlich gesagt, gehen Sie einfach mal in die Bibliothek, das ist ohnehin Ihr neuer Lebensmittelpunkt. Und in der Bibliothek suchen Sie sich einzelne Lehrbücher aus. Ja, welche das sein können, das können Sie auch dem Skript entnehmen unter Groß B. Da habe ich eine ganze Latte von Lehrbüchern aufgelistet. Und dann nehmen Sie einfach die Bücher aus dem Regal, suchen die erstmal, ja, dann lernen Sie die Bibliothek auf diese Weise kennen. Suchen die, legen die auf einen Haufen und dann nehmen Sie ein bestimmtes Problem, was Sie jetzt gerade behandelt haben oder in der Vorlesung da behandelt haben. Und dann gucken Sie mal, wer es aus Ihrer Sicht am verständlichsten oder am besten erläutert. Ja, der eine hat mit dem Stil des einen Verfassers seine Schwierigkeiten, dann nehmen Sie ein anderes Buch, üben Sie einfach ein bisschen damit. Aber das ist das, was ich Ihnen jetzt an der Stelle zumindest zu den Lehrbüchern sagen kann. Und das Wichtigste, das hatte ich auch schon bei der Begrüßung letzte Woche gesagt, Sie brauchen zwingend für die Vorlesung eine Textausgabe des BGBs. Ohne das geht es überhaupt nicht. Zur Textausgabe des BGBs ist am verbreitesten und wahrscheinlich auch noch am preiswertesten sind diese Dinger hier vom DTV-Verlag, beziehungsweise weg, Texte im DTV, Deutsche Taschenbuchverlag. Die kommen in frecher Weise in regelmäßigen Abständen in Neuauflagen, damit der Verlag schon Geld verdient damit. Das ist für Sie aber erstmal egal. Ich glaube, dieses Bändchen, was insbesondere das BGB umfasst, das ist immer noch, ja, das hier 9,80 Euro oder sowas, also knapp noch unter 10 Euro bereit. Ohne das brauchen Sie im Prinzip gar nicht, sich auch an die Videos ranzusetzen, sondern Sie müssen immer dann, wenn dieses Video läuft, dafür haben Sie Ihre Pausentaste, das ist ja dann ganz praktisch, immer gleich in das Gesetz hineingucken. Denn insbesondere unsere Vorlesung hier ist eine normative Vorlesung. Und Ihre Aufgabe später als Jurist wird darin bestehen, den Gesetzestext anzuwenden auf einen neuen, Ihnen unterbreiteten Sachverhalt. Und ohne Kenntnis der Gesetze können Sie keine Sachverhalte lösen. Das ist völlig klar. So, und das müssen Sie trainieren und das wird mit Ihnen eintrainiert im Laufe des Studiums. Und damit fangen Sie aber auch, da werden Sie wie ein Säugling ins Wasser geworfen, damit fangen Sie bereits im ersten Semester an. Die Schwierigkeit im ersten Semester besteht insbesondere dann darin, dass gerade bei dem Start in die Vorlesung, wenn es darum geht, was ist eine juristische Person, welche rechtsfähigen Gesellschaften gibt es und ähnliches, besteht natürlich darin, dass jetzt auch Normen genannt werden, die außerhalb des BGBs sind. Da würde ich Ihnen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen, die sind erblich vorbelastet. Ja? Vielleicht schon in der fünften Generation Jurastudium. Ja? Großmutter war schon Juristin oder irgendwie sowas. Dann befindet sich in Ihrem auch in dem Haushalt Ihrer Eltern, Großeltern, was auch immer, ein sogenannter Schönfelder. Das ist der, den Sie in den Fernsehfilmen auch immer sehen, dieses dicke rote Buch. Eine lose Blattsammlung. Da sind viele weitere zivilrechtliche Gesetze drin. GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Handelsgesetzbuch, Zivilprozessordnung und so weiter. Es gibt auch noch andere überflüssige Gesetze drin, wie Strafgesetzbuch und ähnliches. Die kernzivilrechtlichen Gesetze sind dort enthalten. Das Ding heißt auch jetzt nicht mehr Schönfelder, das musste aus irgendwelchen Gründen umbenannt werden, das spielt keine Rolle. Der heißt jetzt Habersack, ist auch ein ehrenvoller Mensch. Und ich würde Ihnen nur davon abraten, im ersten Semester dieses Ding zu kaufen. Sie werden
nach spätestens im vierten Semester wohl nicht umhin kommen, sich dieses Ding zu kaufen. Zwei Gründe, die sind wichtig. Erstens kostet das Ding Geld. Das geht noch, das Grundwerk sich zu kaufen. Das sind 50 Euro oder sowas in der Kante. Das ist noch machbar. Das Ganze nützt aber nur dann was, wenn Sie sich halbjährlich auch die Ergänzungslieferung kaufen. Und die Ergänzungslieferung kostet natürlich auch Geld. Damit finanzieren Sie den Lebensunterhalt von Herrn Habersack logischerweise und von Herrn Beck, dem Inhaber des Verlages. Das ist, können Sie machen, aber was noch viel schlimmer ist, nicht die 25 Euro oder sowas, die diese Nachlieferung kostet, die brauchen das Geld, aber das geht noch, viel schlimmer ist das Einsortieren. Ja, dazu würde ich auch einfach abraten, jüngere Geschwister damit zu beauftragen, die machen dann Scheiß, ja. Die schmeißen dann die falschen Seiten weg und also was, also das lassen sie lieber, das sollte man lieber selber machen. Und da das mühselig ist, würde ich Ihnen am Anfang davon abraten zumindest. Es sei denn, Sie sind Triebtäter oder Triebtäterin, würde ich mal sagen, dass Sie schon seit Ihrem 15. Lebensjahr nichts anderes im Sinn hatten, als Jura zu studieren und auf jeden Fall das auch bis zum Ende durchziehen wollen und fest entschlossen sind, weil eben halt auch schon 5 Generationen vorher Juristen in Ihrer Familie sind, dann von drei Teufelsnamen machen Sie das. Ja? Ich habe mir meinen damals irgendwie zu Beginn des zweiten Semesters gekauft. Manche kaufen sich auch den um Bussen oder sonst wo in anderen Verkehrsmitteln sie wichtig zu tun, ja, indem sie diesen Ding unter dem Arm laufen, ja, durch die Gegend laufen. Na gut, müssen Sie selber wissen. Aber am Anfang können Sie darauf verzichten auch, denn Sie sind ja alle technisch ausgerüstet und wenn Sie das entsprechende Gesetz suchen, dann geben Sie bei Google einfach die Gesetzesabkürzung ein oder das Gesetz und dann werden Sie meistens, ist das der erste Treffer auf der Google-Seite, auf eine Seite des Justizministeriums geleitet, Gesetze im Internet. So, und dann können Sie sich das GmbH-Gesetz auch im Internet angucken, also auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, was auch immer Sie haben. Und das reicht für Sie am Anfang erstmal völlig aus. Vor allen Dingen, weil auch unter Ihnen, jetzt kommen gleich noch ein paar böse Sätze, vor allen Dingen, weil unter Ihnen sich ja auch ein paar Kommilitoninnen und Kommilitonen befinden, die wurden gedrängt. Also die hatten nach dem Abitur, bestand die Notwendigkeit, was machst du denn nun? Berufsausbildung ist scheiße, Bäcker werden, Bäckerin oder Bäcker wollten sie auch nicht werden, müssen noch irrsinnig früh aufstehen. Ist doof, 8 Stunden täglich arbeiten ist auch doof. Also, was macht man? Man studiert erstmal. Ja? Das ist auch schon mal wichtig. Dann stellt sich die Frage, was studiert man denn? Ja? Dann herrscht ja erstmal Ratlosigkeit, was man denn machen kann. Und dann gibt es immer einen Teil, ohne Ihnen zu nahe zu treten, ich sage einen Teil, das sind hier, ja? Ein Teil, die sagen, ach naja, dann studiere ich Jura. Das nützt mir vielleicht, wenn ich mal Ärger mit dem Vermieter habe oder so. Also mache ich das erstmal. So, aber die sind noch nicht richtig fest entschlossen. Was Sie, worum Sie nicht herumkommen und wozu ich Sie auch bitten möchte, ist, dass Sie sich einen Zeitpunkt nehmen in der nächsten Zeit, wo Sie sich sehr ernsthaft hinsetzen, unabhängig davon, was für Erwartungshaltungen von anderen geäußert werden, so nach dem Motto, du übernimmst mal meine Kanzlei oder irgendwie sowas, das darf gar keine Rolle spielen. Und überlegen sich sehr ernsthaft, ob sie sich mit dem, Scheiß, den sie hier gemacht haben in den letzten 2, 3, 4, 5 Wochen, den Rest ihres Lebens beschäftigen wollen. Ja, ich habe immer gesagt, das kann man so machen, muss nicht so machen, nutzen Sie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr dazu. Ja, die Weihnachtsgeschenke sammeln Sie erstmal ein, damit Sie keinen Unfrieden stiften vorher. Und nachdem Sie das gemacht haben und sich satt gegessen haben, dann setzen Sie sich hin, lassen die letzten 2 Monate Revue passieren und sagen Sie, will ich das wirklich ernsthaft den Rest meines Lebens weiter betreiben? So, und wenn Sie dann zu dem Ergebnis kommen, ja, ich will, dann können Sie Schönfelder kaufen und dann ist gut. Ansonsten, wenn Sie schwanken, kann ich Ihnen nur den dringenden Rat geben, wechseln Sie das Fach so früh wie möglich. Alles andere ist verschwendete Zeit. Es macht keinen Sinn, 3 Jahre Jura zu studieren und dann zu sagen, ach nee, jetzt studiere ich aber lieber Philosophie. Ja, dann habe ich 3 Jahre dusselig Jura gemacht, Klausuren geschrieben, alles Mögliche, das bringt nichts letztendlich. Machen Sie das so früh wie möglich und ich würde Ihnen empfehlen, das erste Semester nachsetzen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wenn Sie sagen, ja, ich habe mich da irgendwie geirrt, dann ist das gar nichts Schlimmes. Ja, woher sollten Sie denn vorher wissen, wie das Jurastudium läuft und was dort in irgendeiner Form inhaltlich gemacht wird. Beim Biologiestudium, wenn Sie Bio fürs Lehramt studieren, dann wissen Sie ungefähr, was passiert. Und derselbe Quark, den Sie in der Schule schon mal gehabt haben, nur dass Sie das erklären müssen. Das wissen Sie auch, wenn Sie Chemie studieren oder irgendwas, ist ja, sitzen Sie ja nicht bei den Chemikern oder Physikern, sondern hier. Ja? Das wussten Sie vorher. Bei Jura wussten Sie das nicht. Wenn Sie geglaubt haben, Jurastudium ist so wie Sweets, ja, oder wie irgendwie Liebling Kreuzberg oder
was für Fernsehsendungen es da alles dann so gibt, dann haben sie meistens keinen realen Eindruck von Noah. Auch nicht, wenn sie sich permanent auf, ich weiß gar nicht, wo das genau läuft, oder so eine Gerichtssendung, da sind eins oder RTL, ja, der irgendwie das Familiengericht oder was ist da für komische Sendung, ergibt, das ist alles ganz lustig zur Unterhaltung, hat aber mit Jurastudium überhaupt nichts zu tun. So, und wenn Sie gemerkt haben oder von daher den Eindruck haben, das ist nicht das, was ich mir eigentlich im Leben vorstelle, dann ziehen Sie lieber früh die Konsequenzen als zu spät. Denn auch das müssen Sie sich immer vor Augen halten. Das wird Herr Fest Ihnen dann auch noch erklären, die Schwierigkeiten bei Jura, würde ich mal sagen, überdurchschnittliche Punkte oder überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Das schaffen normalerweise 15%, so zumindest. Die sind beträchtlich. Es nützt Ihnen aber überhaupt, und es nützt Ihnen auf der anderen Seite aber überhaupt nichts, wenn Sie Ihr erstes Staatsexamen oder auch zweites Staatsexamen zwar bestehen, aber darunter stehen haben ausreichend 4,5 Punkte. Da haben Sie das bestanden, ja, das ist richtig. Aber mit diesem Ergebnis will Sie keine Abendsieger weisen. Das Einzige, was Sie dann mit so einem Staatsexamen machen können, ist, Sie das, wie die Sozialgesetzgebung dann auch immer ist, irgendwo einen Zuschuss beantragen, bekommen Sie eine Agentur für Arbeit, dass Sie so ein Metallschild sich irgendwie an die Hauswand nageln und darauf hoffen, dass irgendjemand kommt. Oder Sie vagabundieren als Pflichtverteidiger durch die Amtsgerichte und versuchen da irgendwie Ihr Lebensunterhalt zu fristen. Dann wird das dann relativ nah an dem dann wahrscheinlich bis dahin bestehenden Bürgergeld, denen so ein Grundeinkommen oder ähnlichem orientiert. Also in heutigen Beträgen viel mehr auf als 1.000 Euro kommen Sie da nicht im Monat. Ja? Dann können Sie jedenfalls nicht das Leben führen, von dem Sie vielleicht mal geträumt haben. So mit Mustang, mit Ferrari an der Tankstelle mal hoch oder düsen oder sowas. Das klappt damit nicht. So, und deshalb, für dieses, in Anführungsstrichen, um zu der oberen Kategorie zu gehören, brauchen Sie einen relativ hohen Arbeitsaufwand und auch eine entsprechende Motivation. Und die müssen Sie haben, wenn Sie überzeugt sind, ja, dieses Studium ist wirklich das Richtige für mich. Das andere ist ein Durchschleppen im Prinzip. Man kommt irgendwie so durch, aber Sie kommen auf keinen grünen Zweig. Ja? Sie landen irgendwo in einer Baumrinde oder sowas, aber der grüne Zweig wird Ihnen dann verwehren. So, jetzt bin ich auch gleich fertig. Der Kollege wird schon langsam ungeduldig. Drei Kleinigkeiten möchte ich Ihnen jetzt noch mit auf den Weg geben. Erstens, das habe ich in meiner Begrüßung schon angedeutet, bedeutet das eine gravierende Umstellung von der Schule, was Sie bislang an der Schule gemacht haben, zur Uni. Damit werden Sie am Anfang die allergrößten Schwierigkeiten haben, unter den Bedingungen der digitalen Lehre erst recht. Das ist normal, die habe ich auch gehabt. Ja, ich war vielmehr mit meiner ersten eigenen Wohnung beschäftigt und dem einen Leben in die Kreuzberger Kneipen, ja, und zu wissen, wo kann man hingehen, als mit dem BGB allgemeiner Teil. Das alles, alles andere viel spannender in Berlin damals. Das ändert aber nichts daran. Aber wie gesagt, nur die dürfen nicht an sich selber zeigen, diese Umstellungsprobleme hat jeder. Und was ist die größte Umstellung? Nach dem, was ich selbst erlebt habe und was mir auch von meinen Hilfskräften oder so dann immer gesagt wurde, die größte Umstellung besteht darin, dass in einer Schule der Stoff mehr oder weniger präsentiert wird, anhand von kopierten Zetteln, Dateien oder was auch immer. Das wurde dann zu, in Anführungsstrichen, Kursarbeiten abgefragt und damit war es. Das war alles. So, und an der Universität ist der Grundsatz ein anderer. Ihnen wird zwar eine Vorlesung präsentiert als Anhalt, ja, Gelegenheit, den Stoff zu erfassen, aber der Kern besteht darin, dass Sie sich den Stoff selbstständig erarbeiten. Und dieser gesamte Stoff, BGB allgemeiner Teil, fließt ein in spätere Klausuren. Das ist am Anfang des Studiums noch vergleichsweise harmlos, würde ich mal sagen. Das erste Semester noch relativ harmlos, BGB allgemeiner Teil. Dieser Inhalt, BGB allgemeiner Teil, kehrt aber auch im zweiten, dritten, vierten, fünften Semester wieder. Sie können kein Sachenrecht machen, ohne den BGB allgemeiner Teil zu beherrschen. Geht nicht. Sie werden vielleicht im ersten Semester, spätestens aber im Sachenrecht, also im dritten Semester, werden Sie mit einem Herrn Bonifatius Bekanntschaft schließen. Und wenn Sie mit Herrn Bonifatius Bekanntschaft schließen, das ist ein ehrenwerter Priester, Aktien verschenken wurde, wenn Sie mit Herrn Bonifatius Bekanntschaft schließen wollen, können Sie diesen Bonifatius, das ist eine berühmte Entscheidung des Reichsgerichts, nur verstehen, wenn Sie den BGB allgemeiner Teil beherrschen.
Das heißt, Sie müssen also diesen Stoff, den Sie im ersten Semester haben, dauerhaft speichern. Und jetzt können Sie sich schon vorstellen, wie soll das funktionieren? Man vergisst das doch alles wieder. Und da sage ich ganz einfach, permanentes Wiederholen. So, dass es Ihnen irgendwo herauskommt und Sie das nicht mehr wiederholen können und nicht mehr wiederholen wollen. Anders geht es nicht. Irgendwann geht es Ihnen dann in Fleisch und Blut über, ja, also den Paragraph 433 meinetwegen zum Kaufvertrag, den kennen Sie nach ein paar Semestern auswendig, ja, das ist unproblematisch. Und durch das permanente Wiederholen schleicht sich das auch so ein, dass Sie automatisch die Normen kennen, wissen, wie und in welchem Umfang Sie sie anwenden können. So, das ist also das eine, Sie müssen sich den Stoff selbstständig erarbeiten, es interessiert später mal, ne, an den entscheidenden Klausuren, niemanden, ob die Vorlesung doof war, ob sie da waren, ob sie krank waren, es ist völlig egal, Sie müssen den Stoff bürgerliches Recht allgemeiner Teil beherrschen. Ganz einfach. So, und das müssen Sie dann an den jeweiligen Klausuren dann machen. So, die Frage ist jetzt, wie kann man das hin? Das kriegt man unter anderem dadurch hin, da müssen Sie selber auch probieren, ein bisschen ausprobieren zwangsläufig, indem man versucht, das zu lernen. Und jetzt kommt es darauf an, was für ein Typ Sie sind. Es gibt Charaktere, die können am besten lernen, wenn sie abgeschottet sind. Ja? Sie buddeln sich irgendwie in eine Laubhöhle ein oder irgend sowas. Ja? Und dann lesen sie ab und dann kommt so ein Brett mit Nahrung oder so und dann lesen sie wieder weiter. So, das ist die eine Möglichkeit. Der Mensch ist aber typischerweise, das hat man ja bei der Pandemie auch gemerkt, ein soziales Wesen. Das heißt, er braucht Kontakt zu anderen. Und deshalb meine dringende Bitte an Sie, nützen Sie die ersten Wochen Ihres Studiums nicht nur dazu da, um Kontakte in welcher Form auch immer auf Gästesemesterbasis zu knüpfen, sondern nutzen Sie dazu, diese Wochen auch dazu, um sogenannte Lerngruppen zu bilden. Ich habe das schon in der Begrüßung gesagt und hatte auch Anleihen aus den 70er Jahren genommen mit irgendwelchen sozialistischen Lernkollektiven und also was, das gibt es heute nicht mehr, nennen Sie das einfach Lerngruppe. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass Sie diese Zusammenbrochung von 3, 4 Personen nicht einfach als Gruppe begreifen, sondern als Lerngruppe. Ja? Also Sie können hinterher natürlich machen, was Sie wollen. Ja? Sie können auch Bier trinken gehen oder Wein trinken gehen, das ist egal. Aber erstmal steht eigentlich 3, 4 Stunden konzentriertes Lernen und Durcharbeiten des Vorlesungsstoffes auf dem Programm. Wenn Sie das erfolgreich gemacht haben, dann ist gut. Ja? Und wie kann man das dann machen und wie kann man in so einer Vierer- oder Dreier-Arbeitsgruppe, wie kann man da am besten lernen? Kann man erstens am besten lernen, indem man versucht, Personen zu finden, die auch im gleichen, gleich ticken. Ja? Es geht nicht darum, irgendwie Befreundinnen zu finden oder Freunde zu finden, ja, oder eigene Freundinnen oder wie auch immer dort zu finden, sondern sie sollen ja lernen. So, Sie wissen am Anfang natürlich auch noch nicht, ob das ein Doofer ist oder eine Doofe ist oder eine Kluge ist oder, na, was wissen Sie am Anfang natürlich noch nicht. Ich würde immer sagen, am effektivsten ist das, wenn das Level, das Niveau in so einer Lerngruppe möglichst gleich ist. Selbe Level, ja. Ist natürlich immer toll, wenn es da einen gibt, der ganz gut ist oder eine, die ganz gut ist und die erklärt das immer den anderen, ja. Das ist toll, aber davon hat die eine hat aber nichts von, ja, letztendlich, außer dass sie das immer dann erklären kann. So, das ist wichtig. Das andere, was Sie dann dort machen, ist, dass Sie den Stoff, den Sie eben in der Vorlesung hatten, immer wiederholen. Sie können sich auch Pläne machen, was Sie an welchen Terminen bzw. Tagen wiederholen. Ja, so ein Programm machen gewissermaßen. Entscheidend ist nur, dass Sie sich treffen und dass Sie dann in Ihrer Lerngruppe tatsächlich 3, 4 Stunden konzentriert arbeiten. Danach können Sie sich dann den Müßiggang hingeben. Ja, das können Sie machen. Machen Sie das aber nicht so, was ich auch, was mir auch passiert ist am Anfang im Studium, dann traf man sich dann irgendwann Wohngemeinschaft und dann trinkt man erstmal Tee. Ja, wenn man es am 70er Abend trinkt man Tee. Und dann unterhielt man sich über alles Mögliche, was einem alles so widerfahren ist, was einem passiert ist. Und flups war es dunkel und eigentlich ging man dann wieder. So, dann ist gar nichts daraus gekommen. Die Erfahrung kann man machen und kann sich auch vor der Erfahrung etwas schützen. Also, Bildung von Lerngruppen, das kann ich Ihnen als Tipp geben zumindest, sollten Sie so früh wie möglich machen. Wie lerne ich diese Lerngruppen kennen oder wie können sich die bilden? Damit bin ich dann auch am Ende, im Prinzip am ehesten nicht auf der Erstsemesterparty, sondern da bilden sich andere Gruppen irgendwie, am ehesten aus der Arbeitsgemeinschaft heraus. Ja? Da sehen Sie auch, wer sich vielleicht beteiligt und ein bisschen mehr macht und engagierter ist und diejenigen, die da schlafen und immer nur Brot essen oder Wasser trinken, das merken Sie dann schon. Und wer da immer nur Brot isst und Wasser trinkt, das macht keinen Sinn in der Lerngruppe.
Aber diejenigen, die engagiert mitarbeiten, da können sie sagen, naja, vielleicht genauso engagiert wie ich und dann versucht man es mal, sprich das Problem mal an oder das Thema mal an. Das ist die erste Möglichkeit. So, und dann jetzt das allerletzte, das wird aber Herr Fest auch nochmal genauer wiederholen, auch wie das vom Ablauf her ist, sind die Arbeitsgemeinschaften. Die sind von zentraler Bedeutung für die Erfassung des Stoffes jetzt im ersten Semester. Insbesondere auch deshalb, weil diese Arbeitsgemeinschaften für alle Studierenden, im Prinzip mit Ausnahme ein AG-Leiter, der hat sich den glaube ich entzogen, als Präsenzveranstaltung angeboten werden. Mit all den Risiken, die damit verbunden sind, das ist alles klar. Und ob das durchgehalten wird, das wissen wir alles nicht. Das wird sich zeigen bei den Infektionszahlen, wie die sich dann so weiterentwickeln. Wollen wir schauen. Aber diese sind von zentraler Bedeutung, weil sie in diesen Arbeitsgemeinschaftsveranstaltungen über den Stoff kommunizieren. Sie müssen reden und sie müssen reden lernen, vor allen Dingen auch, wie Juristen untereinander reden. Das ist eine spezielle Sprache und eine spezielle Denkweise. Und die kann man nicht mit Pillen einnehmen oder ähnliches, sondern das kann man nur erfahren, indem man sich selber beteiligt und aktiv daran mitwirkt. Deshalb also meine dringende Bitte, nutzen Sie diese Arbeitsgemeinschaften, gehen da regelmäßig hin. Diese Arbeitsgemeinschaften sind aber kein Vorlesungsersatz, sondern diese Arbeitsgemeinschaft wiederholen ansatzweise zumindest den Stoff, den Sie vorher nach der Zeitübersicht gemacht haben müssen und vertiefen ihn im Hinblick auf die Falllösung. So, und bei dem Stich Falllösung bin ich angekommen und kann jetzt nun endlich, hoffnungslos überzogen wahrscheinlich nach unserer Planung, endlich an Herrn Fest übergeben, der Ihnen dieses Konzept nochmal erläutern wird. Sicherlich jetzt alles sagt, dass das falsch ist, was ich Ihnen gesagt habe vorher im Studium und was ganz anderes sagen wird. Das ist Meinungsfreiheit. Und da ich mir das jetzt nicht anhören will, werde ich jetzt gehen. Und wünsche Ihnen trotz aller in Anführungsstrichen mahnenden oder bösen Worte, vielleicht auch die ich hier jetzt in den letzten Minuten geäußert habe, wünsche Ihnen viel Spaß beim Studium. Das kann man punktuell auch haben. Ja, auch bei Jurastudien kann man Spaß haben. Den wünsche ich Ihnen natürlich auch viel Erfolg und ich wünsche Ihnen auch, dass wenn Sie zwischen Weihnachten und Neujahr nachdenken, zu dem Ergebnis kommen, Sie möchten unbedingt Jura weiter studieren. Aber scheuen Sie sich nicht, auch gegebenenfalls was anderes machen. Letzte Anekdote, die ich nur noch kurz sammle. Ich bekam einmal, das war ungefähr, ich habe an meiner Hochschullehrerlaufbahn in Jena angefangen und dann bekam ich irgendwann, 2000 schlag mich tot, bekam ich einen Brief von einem Professor aus Greifswald. Er redet zu mir. Der schrieb mir, ja, ich würde mich sicherlich nicht mehr an ihn erinnern. Er habe mal in einer von mir geleiteten Erstsemester-AG gesessen. Ja, das ist sowas, was dann die Mitarbeiter machen, wo sie dann auch sitzen. Er habe da mal drin gesessen. Und ich hätte ihm am Anfang schon gesagt, er solle nachdenken, ob das Studium das Richtige für ihn sei. So, das habe er auch gemacht. Er sei dann nicht mehr gekommen und habe dann Theologie studiert. Und sei jetzt Theologieprofessor in Greifswald. Und wollte sich bei mir dafür bedanken, dass ich ihn da ganz am Anfang des Studiums gewissermaßen dazu genötigt hätte, nachzudenken. Also es kann durchaus seinen Sinn machen. Die Dankesworte kriegt man 20 Jahre hinterher, aber das macht nichts. Ich fand das aber jedenfalls mal ganz originell. Man kann also auch von Jura zur Theologie wechseln. Hauptsache, Sie werden mit dem Job, den Sie mal hinterher machen, glücklich. Das ist das Entscheidende. Gut, damit also alles Gute nochmal. Und lieber Herr Fest, dann machen Sie jetzt weiter. Ich verschwinde, sagen Sie dann los hier. Und überlasse ich Ihnen das Brot und jetzt können Sie sagen, wie es dann wirklich ist. Ich bin ja nicht weiter aufs Land. So, wunderbar. Ja, bis bald. So, nachdem wir jetzt eine kleine Einführung schon hatten, Herr Fischer hatte eigentlich ursprünglich vor, 5 Minuten zu reden. Aber es ist dann die eine oder andere Anekdote mehr geworden. Sie können übrigens, das wurde mir gerade gesagt, Sie können, weil wir die Mindestabstände einhalten, können Sie die Masken abnehmen. Ja, das macht die Sache, glaube ich, für Sie alle auch deutlich angenehmer. Was wir mit Ihnen vorhaben, ich versuche jetzt das Ganze so ein bisschen zu raffen, nachdem wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben. Und wenn Sie Fragen haben, bitte, dann machen wir die Präsenzveranstaltung. Dann stellen Sie die bitte. Melden Sie sich einfach kurz, dann nehmen wir Sie dran. Ich würde es fürs Mikro und für die Aufzeichnung wiederholen, dass wir dann auch die Fragen von Ihnen beantworten. Wenn Sie die Fragen haben, hat sie mit Sicherheit auch jemand anderes. Also verstehen Sie sich bitte als Publikum im Raum immer als Repräsentant quasi des Semesters. Ja?
Ja, also Sie sind nicht nur als Individuum hier, sondern auch noch so ein bisschen als Repräsentant, weil die Fragen, die Sie haben, die sich bei Ihnen ergeben, stellen Sie auch den anderen, nur Sie haben den Vorteil, Sie können die Fragen stellen. Erster Punkt, Konzept der Vorlesung. Insgesamt ist BGB-Artig bei Ihnen sechsstündig als Veranstaltung angekündigt. Wir haben das aufgeteilt, weil Herr Oetker den Stoff in 4 Stunden abhandeln kann. Und deshalb machen wir zusammen etwas, das haben wir genannt, Einführung in die Fallbearbeitung. Wir werden dort mit Ihnen genau diesen Weg beschreiten vom Sachverhalt, wie Sie ihn in der Klausur bekommen, zu der Lösung, also zu dem, was wir von Ihnen erwarten. Das ist eines der großen Mysterien. Sie können sich natürlich genauso, wie Herr Oetker das geschrieben hat, ein einfaches Lehrbuch nehmen, das von A bis Z durchlesen. Dann haben Sie eine Art passives Wissen, Sie kennen dann den Stoff, Sie haben die maßgeblichen Begriffe mal gehört, aber Sie können noch nicht unbedingt einen Fall lösen. Und deshalb ist meine Empfehlung immer dazu, dass Sie Fälle lösen müssen. Es bringt Ihnen nichts. Wir stellen Ihnen keine Fragen wie, erzählen Sie alles zur Stellvertretung, was Sie jemals gelesen haben. Sondern Sie müssen es auf den Punkt in einer Falllösung anwenden. Und das wird Ihnen naturgemäß am Anfang ziemlich schwer fallen. Und deshalb machen wir nicht nur in den Arbeitsgemeinschaften diese Fallbearbeitung, sondern wir machen sie zusätzlich auch noch in einer größeren Gruppenveranstaltung hier bei mir. Wir schließen das Semester ab dann mit der Zwischenprüfungsklausur am 18. Februar. Die ist, glaube ich, geplant für 10 Uhr, aber Näheres dafür werden wir noch bekannt geben. Es ist derzeit geplant, dass wir die in Präsenz schreiben. Ja? Also es bietet sich auch für Sie an, dass Sie weiterhin lernen und üben, mit der Hand zu schreiben. Denn es ist keine Veranstaltung, wo man sich denkt, naja, jetzt habe ich den Sachverhalt gelesen, jetzt habe ich erstmal eine halbe Stunde Zeit. Sondern wir erwarten von Ihnen schon, dass Sie in 120 Minuten den Sachverhalt lesen, den Sachverhalt verstehen, in eine Gliederung umsetzen und eine ausformulierte Lösung am Ende präsentieren. Keine Stichworte, ganze Sätze, und zwar in einem Umfang von ungefähr 12 bis 14 Seiten. Das heißt, Sie müssen sich ranhalten. Das Ganze geht etwas zügig. Aber deshalb ist die Fallbearbeitung für uns das Wichtige. Das soll für Sie übergehen. Deshalb meint er ja auch, bilden Sie Arbeitsgemeinschaften, das ist auch meine Empfehlung immer, üben Sie es. Üben Sie das Formulieren. Meinen Sie 12 bis 14 halbe Seiten? Weil die aber so. Es sind mehr als halbe Seiten. Es gibt einen gewissen, es gibt einen Rand. Genau. Ja, der Rand ist immer so 5 cm vielleicht. Ja. Das ist auch kein kleines Kabel, was Sie beschreiben. Es sind schon Zeilen. Ja. Und das hängt natürlich immer davon ab, wie groß oder klein Sie schreiben. Aber auch da vielleicht schon der Tipp, schreiben Sie bitte in einer normalen Größe die Zeilen ausfüllend. Weil der Jurist, das sehen Sie an mir, der Meister, die meisten haben eine Brille und freuen sich immer drüber, wenn sie nicht noch eine Lupe brauchen, um es lesen zu können. Der zweite Punkt ist, wie stehen jetzt diese beiden Veranstaltungsblöcke zueinander? Innerhalb der Vorlesung BGB-artig ist eine bei Herrn Oetker ist die Vermittlung, das ist das, was er beschrieben hat als Alternative oder Ergänzung zum Lehrbuch, wo er eigene Schwerpunkte setzt. Wir machen die Fallbearbeitung. Inhalt der Fälle ist natürlich der Stoff aus dem BGB-AT. Und wir erwarten von Ihnen auch, dass Sie diesen Stoff dann entsprechend wieder nacharbeiten und vorbereiten. Wie sieht das Ganze dann aus? Wir werden für Sie die Sachverhalte, die wir bearbeiten wollen hier zusammen, zunächst einmal ins Internet stellen. Sie können die dann runterladen und sollten den Sachverhalt aufmerksam lesen, sich auch dazu Stichpunkte schon machen, sich im Idealfall Normen schon mal dazu schreiben. Dann gehen wir in die Vorlesung, dann sollten Sie sich aktiv beteiligen. Ich gehe auch aktiv auf Sie zu, und zwar auch auf diejenigen, die sich nicht melden. Empfinden Sie das bitte nicht als übergriffig, sondern das Einzige, was wir wollen, ist, wir wollen, Sie damit, wollen Ihnen damit helfen. Es geht nicht darum, dass wir Leute bloßstellen, das wäre ein totales Missverständnis, sondern die einzige Person, die sich da blamieren kann, bin ich. Von Ihnen erwarteten wir nicht, dass Sie das wissen. Und deshalb sollen Sie sich beteiligen. Sie sollen sich aktiv einbringen, weil wenn Sie etwas falsch machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es nochmal falsch machen, viel geringer, als wenn Sie einfach das nur hören. Und im Anschluss an die Veranstaltung bekommen Sie dann Lösungshinweise. Die sind meistens auf dem Vorlesungsfolio. Und dann sollten Sie versuchen, idealerweise das wieder nachzubereiten, also zu rekapitulieren. Wenn wir bei der Frage sind, wo bekommen Sie das Vorlesungsmaterial her, dann haben wir hier auf der zweiten Folie das schon stehen.
Sie finden einmal die Internetseite von Herrn Oetker, die haben wir Ihnen verlinkt. Sie finden bei uns unsere Lehrstuhl-Homepage, da finden Sie auch das Vorlesungsmaterial. Und wir haben das Ganze nochmal gemacht, dass wir eine Facebook-Seite haben, die Sie besuchen können. Die können Sie auch abonnieren, das ist mir ziemlich egal. Aber es ist für uns meistens einfacher, weil wir auf diese Facebook-Seite unmittelbaren Zugriff haben, dass wir da, wenn irgendwas krankheitsbedingt ausfällt oder ähnliches, oder wir eine Raumverlegung haben oder andere Besonderheiten, dass wir das Ihnen kommunizieren können, dass das eine gewisse Breitenwirkung hat. Das Ganze beruht auf der Erfahrung, Sie haben alle eine sogenannte Stuhlmail bekommen bei Ihrer Einschreibung. Unsere Erfahrung der letzten Jahre ist, die existiert, aber sie wird von Ihnen nicht regelmäßig abgerufen. Und deshalb haben wir das über die Facebook-Seite gemacht. Den Zugang zum Lernmaterial kriegen Sie nicht nur über die Homepage, sondern Sie bekommen ihn auch noch über das Portal OpenOLAT, wo wir da auch die entsprechenden Kurse eingerichtet haben, und auch dort finden Sie das Ganze dann zum Runterladen. Wir ansonsten, deshalb gehe ich davon aus, dass Sie die Sachen, die Sie quasi vorab haben, ausgedruckt zur Vorlesung mitbringen. Damit sind wir beim Thema Mitbringen und Präsenz. Es begleitet uns immer noch, dass wir die Einschränkung haben. Das heißt also, im Moment können wir hier 50 Personen reinlassen. Wir dürften, ganz abstrakt gesagt, sogar mehr reinlassen. Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass wir 3G-Nachweise etc. kontrollieren müssen. Und das ist eine Arbeit, die bei uns am Lehrstuhl weitestgehend verbleibt. Und wir haben nicht unbedingt die personellen Mittel, das beliebig groß zu gestalten. Damit wir aber diese Kontaktnachverfolgung gewährleisten können, ist es notwendig, dass Sie sich anmelden per E-Mail. Diese Anmeldung gilt aber nicht für alle Veranstaltungen der CAU, sondern sie gilt nur für meine. Also alle, die hier sind, haben es geschafft. Die Grundregeln dafür sind, Sie müssen uns Ihre normalen Daten mitteilen, die wir für die Kontaktverfolgung brauchen. Das heißt, Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, nicht die Schulnummer, die Matrikelnummer, und dann irgendeinen Kommunikationsweg, also idealerweise E-Mail und Telefon. Sie müssen dazu schreiben, für welche Veranstaltung Sie sich anmelden, also das entsprechende Datum. Warum brauchen wir das? Weil wir Ihnen allen die Chancengleichheit gewähren wollen, dass Sie nur eine Woche vorher sich anmelden. Das erkläre ich auch gleich. Weil ansonsten haben wir Leute, die halt Ihnen sagen, ich melde mich für das ganze Semester an. Wir wollen aber jedem von Ihnen die Möglichkeit geben, teilzunehmen. Das heißt, eine Woche vorher können Sie sich anmelden. Zu der Veranstaltung heute, 25. konnten Sie sich also anmelden, ab Mitternacht, 18.10., also vor genau einer Woche. Der zweite Punkt ist, diejenigen von Ihnen, die rechtzeitig waren, also wir gehen ganz chronologisch nach Eingang der E-Mails, so gehen wir vor. Diejenigen von Ihnen, die zu den ersten 50 gehören, bekommen eine Bestätigung der Teilnahme, also eine Art Zulassung. Wer die nicht bekommt, war zu spät. Wir haben dann Teilnehmerlisten, die wir dann anhand des beim Eingang in den Hörsaal halt eben kontrollieren müssen. Und ich darf Sie noch auf etwas hinweisen, was klar sein sollte, das haben wir aber jetzt nicht gesondert aufgenommen, das hatten wir heute Morgen aber den Fall, wenn jemand sich krank fühlt, die klassischen Corona-Krankheitssymptome aufweist, er wacht morgens auf, er hat Fieber, dann schreiben Sie am besten uns eine kurze E-Mail, aber kommen Sie dann bitte nicht. Das gilt das Gleiche wie sonst beim Arzt oder anderen größeren Veranstaltern. Deshalb haben wir immer noch eine gewisse Nachrückerliste. Das heißt, wenn Sie absehen können, dass Sie krankheitlich verhindert sind oder aus anderen Gründen verhindert sind, teilen Sie uns das bitte rechtzeitig. So viel zur Präsenz. Für alle anderen, die nicht in Präsenz teilnehmen dürfen noch, ist es so, wir zeichnen die Veranstaltung jedes Mal auf, mit heute ein paar technischen Schwierigkeiten, die manchmal am Anfang normal sind. Es wurde mir aber mitgeteilt, dass dieser Hörsaal zum Beispiel oben, wenn Sie sich umdrehen, finden Sie oben unter der Decke hängt schon ein Videosystem. Das ist fast fertig installiert.
Und wir sind zuversichtlich, dass wir im Laufe dann der nächsten Wochen ein vollständig funktionierendes System haben. Diese aufgezeichneten Videos aus der Vorlesung werden wir dann im Anschluss, nachdem wir sie dann entsprechend bearbeitet und umgewandelt haben, werden wir die auf YouTube zur Verfügung stellen. Der Grund, warum wir auf das YouTube gegangen sind, hat keinerlei kommerziellen Gründe, sondern schlichtweg den Grund, dass es organisatorisch für uns am einfachsten handhabbar ist. Wir kriegen unbegrenzt Speicherplatz und wir können selber die Sachen hochladen, können sie selber runternehmen, ohne dass wir damit ständig jeden Tag eigentlich mit dem Rechenzentrum drüber kommunizieren müssen. Bitte. Sollten wir mal von der ersten Gruppe einmal nachfragen, wann werden die Vorlesungen auf YouTube hochgeladen werden, weil da müssen die Angst vor, dass es viel zu spät ist und die Leute dann hinterherhängen, die jetzt nicht repräsentiert sind. Also viel zu spät ist es nicht. Wir können natürlich, wir brauchen eine gewisse Zeit für die technische Umwandlung einfach. Das hängt davon ab, wie groß die Dateien sind, das weiß ich bei der Live-Aufzeichnung nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir spätestens das am nächsten Tag hochladen. Das ist der zeitliche Horizont, den wir uns selber als Anspruch setzen. Die Vorlesungen bleiben aber auch online. Also das heißt, wenn jemand sagt, er kommt jetzt nicht unmittelbar dann dazu, dann kann er das natürlich auch ein paar Tage hinten her schieben. Ja, er muss es dann nicht unmittelbar sich ansehen. Dann haben Sie mal die Links für Vorlesungen da oder den Kanal, wo man das dann findet? Sie können auf den Folien einfach draufklicken. Achso. Deshalb ist es einfach. Ansonsten geben Sie einfach meinen Namen ein. Dann finden Sie meine Seite und dann finden Sie die einzelnen Veranstaltungen, die angelegt sind, als Kanäle jeweils. Wenn Sie das Ding abonnieren, dann kriegen Sie sogar mal eine Nachricht, sobald das neue Video online ist. Ja, das ist ein Service, den ich bisher nicht kannte, aber der existiert. So. Gibt es von Ihrer Seite noch organisatorische Fragen? Sie wollten die Fragen wiederholen, damit das für die Kamera besser ist. Dann haben wir noch eine Sache nur. Das nur noch mal als Klarstellung. Uns erreichen auch diverse Anmeldungs-E-Mails. Das habe ich jetzt gerade schon gesagt, aber es darf vielleicht noch was zu sagen. Sie brauchen sich für die Vorlesung im Strafrecht nicht bei mir anmelden. Damit habe ich aus meiner Sicht zum Glück nichts zu tun. Ja? Sondern Sie melden sich bei mir natürlich nur für meine Veranstaltung. Und ansonsten sollten Sie alle Informationen auch auf der Homepage finden. Wenn Sie organisatorische Fragen haben, schreiben Sie an die Sekretariats-E-Mail-Adresse. Da wird Ihnen typischerweise geholfen. Gut, so viel Organisation, jetzt kommen wir mal zu was anderem. Herr Böttger hat schon gesagt, das versuche ich jetzt zu raffen, dass die Bewertung bei uns im Studium etwas anders abläuft, als Sie es aus der Schule kennen. Und dazu haben wir nur eine, das, warum machen wir das mit Ihnen? Deshalb möchte ich das kurz erklären. Wir wollen Sie damit nicht verschrecken. Das Wichtige ist nur, dass wir einen Erwartungshorizont haben, der nicht zu einer völligen Frustration führt, weil einen realistischen Erwartungshorizont. Das ist das, was uns wichtig ist. Das Erste, was auffällig ist, ist, dass die juristische Notenskala, und das ist so allgemeines Wissen, glaube ich, in Deutschland, auch von überhaupt Nicht-Juristen, dass das irgendwie komisch ist. Und das wird meistens empfunden, dass das irgendwie mit dieser schönen Überschrift, die aus der FAZ ist, mangelhaftes Notensystem. Das ist irgendwie komisch und wir können das noch mit einem Zitat untermauern, was dann in dem nächsten Satz, in der nächsten Folie ist. Wo es dann halt eben heißt, nirgendwo zeigt sich die irrsinnige Eigensinnigkeit der Studienrichtung deutlicher als im Bewertungssystem. Die Grenzen verlaufen fließend und erscheinen oft willkürlich. Und es gibt durchaus viele, die sich in diesem Studiengang bewegen und die der Meinung sind, dass das willkürlich ist. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach nur erklären, dass es das gerade nicht ist. Und deshalb, wenn Sie eine Klausur schreiben, tun Sie es immer für einen Empfänger. Und dann sollten Sie auch wissen, worauf der Empfänger achtet. Und deshalb ist es eigentlich, finde ich, ein Gebot der Fairness, dass wir Ihnen das Notensystem, mit dem Sie am Ende dann natürlich auch bewertet werden, dass wir Ihnen das erklären. Und das wollen wir mal versuchen in drei Schritten. Das eine, das habe ich unterschrieben mit dem schönen Schlagwort Bewertung als Rechtsanwendung. Dann haben wir quasi ein bisschen typische Ergebnisse, das ist ein bisschen Statistik und dann haben wir ein paar Missverständnisse.
Wir versuchen jetzt ein bisschen schneller über die Folien zu gehen. Sie bekommen die Texte sowieso, Sie können die Normen dann im Einzelnen nachlesen. Der Ausgangspunkt für die Bewertung in diesem ganzen Studiengang ist der Paragraph 5d im deutschen Richtergesetz. Und der ist ganz allgemein. Das ist der absolute oberste Oberüberbau, wo es heißt, die Einheitlichkeit der Leistungsbewertung ist zu gewährleisten. Das ist im Prinzip die Aufforderung vom Bundesgesetzgeber an die einzelnen Bundesländer, macht bitte eine Prüfungsordnung, in der auch Noten vorkommen. Das Ganze ist in Schleswig-Holstein umgesetzt im Paragraph 3 des JAG, das ist das Gesetz über die Juristenausbildung, SH, also in Schleswig-Holstein. Und da heißt es dann in § 3 Absatz 1 Satz 1, die Bewertung der einzelnen Leistung zur Ablegung der ersten juristischen Staatsprüfung richtet sich nach § 1 der Verordnung über eine Noten- und Punkteskala. Da gibt es also eine Verordnung wieder. Und jetzt werden Sie sagen, was soll ich denn mit dieser Verordnung? Die gilt ja nur fürs Staatsexamen, die gilt ja aber nicht für meine Klausuren an der Universität. So ist es nicht ganz, weil unsere Studienordnung wieder, das ist dann der Paragraph 23 der Studienordnung, sich wieder daran orientiert. Der übernimmt jetzt quasi diese Bewertungsvorgaben aus dem Staatsexamen auf die einzelnen Leistungen, die Sie im Studium erbringen. Und dazu gibt es dann noch in der Zwischenprüfungsordnung, das ist dann noch hier der Paragraph 8 dazu, auch den haben wir Ihnen abgedruckt, auch da wieder eine sehr allgemeine Aussage, eine Abschlussklausur wird mit Bestanden bewertet, wenn sie den Anforderungen genügt. Das sagt Ihnen so gut wie gar nichts. Das ergibt sich ja aus dem Wort ausreichend als Notenstufe, als Beschreibung schon, dass wenn etwas ausreicht, dann ist es bestanden. Im Übrigen auch hier wieder der Satz 2, es gilt dann diese allgemeine Notenskala. Und jetzt haben wir lang genug den Weg mit Ihnen aufgefächert, sodass wir jetzt einen Blick auf diese Notenskala werfen können. Das Erste, was Ihnen, wenn Sie an der ganz rechten Spalte anfangen, auffällt, es gibt 18 Punkte. Streng genommen gibt es 19, aber es gibt auch 0. Was für Sie aber der Gradmesser ist, die meisten schauen immer nur ganz nach rechts in die Spalte. Weil natürlich interessiert einen das Ergebnis. Und was den meisten im Studium komplett schon verborgen bleibt, ist, dass diese Noten, also diese Punktzahlen, eine textliche Beschreibung erfahren haben. Das heißt also, wenn Sie Ihre Zwischenprüfungsklausur schreiben, dann bekommen Sie am Ende, wenn Sie Ihre Klausur umdrehen, steht hinten drauf ein Votum. Da wird Ihre Leistung gewürdigt. Und darunter steht dann die Note mit der entsprechenden Punktzahl. Und das, was textlich da steht in dem Votum, muss jetzt einer dieser Kategorien entsprechen. Und idealerweise sollte dann auch die Note wieder dem textlichen entsprechen. Das heißt also, wenn Sie diese Notenskala, diese Beschreibung der Noten neben mit Ihrem Votum vergleichen, dann sollten Sie sich darin wiederfinden. Um es deutlich zu sagen, das fällt Ihnen am meisten klar an einem Beispiel, wenn daneben steht, die Klausur weist keine Schwächen auf und dann steht halt eben daneben 3 Punkte mangelhaft. Das wäre eine in sich unstimmige Bewertung. Das ist das, was nicht geht. Sondern Sie sollen eine stimmige, in sich schlüssige Bewertung bekommen. Das ist das eine. Das soll sichergestellt sein. Deshalb gibt es die textlichen Beschreibungen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Wenn Sie sich nämlich die textlichen Beschreibungen anschauen, dann fällt einem meistens auf, warum aus der Sicht und im Vergleich zu anderen Studiengängen die Juristen sehr streng benotet werden. So ist immer der Eindruck. Also wenn Sie jemanden haben in Ihrem Bekanntenkreis, der Soziologie studiert oder Lehramt oder allgemein einen Bachelorstudiengang, dann werden Sie dort sehen, dass Sie häufig halt eben Durchschnittsnoten haben, gerade auch ganz zum Ende hin bei den Absolventen, die eine 1 vor dem Komma stehen haben.
oder eine 2,0 oder 2,2 oder ähnliches. Das ist bei uns sehr selten. Ich versuche Ihnen zu erklären, warum das so ist. Wir brauchen uns über die unterste Zeile, glaube ich, nicht zu unterhalten, weil die ziemlich klar ist. Ja, eine Leistung, die völlig unbrauchbar ist, hat keinen Wert, deshalb ist sie null. Und jetzt kommen wir zu den Punkten darüber. Der Bereich mangelhaft ist eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leistung. Halten Sie sich nicht an dem zweiten Teil fest. Halten Sie sich an dem ersten Teil fest. Wenn Sie mehr als einen erheblichen Mangel in Ihrer Bearbeitung haben, kann die Klausur nicht mehr bestanden sein. Es gibt keine Rohpunktsysteme, dass wir sagen, es gibt 100 Rohpunkte und wenn Sie davon 60 haben, dann ist es egal, weil wenn Sie bei den anderen 40 Rohpunkten nichts hinschreiben oder was gänzlich Abwegiges hinschreiben. In dem Moment, wo Sie mehr als einen erheblichen Fehler haben, haben Sie die höchste Alarmstufe dafür, dass Sie in dem Bereich 1 bis 3 Punkte landen. Wenn wir die Stufe darüber gehen, wird es etwas freundlicher. Fürs Bestehen der Klausur mit 4 Punkten reicht es aus, eine Leistung abzuliefern, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch entspricht. Wenn Sie das vergleichen mit der Beschreibung von 1 bis 3, dann steht da nichts mehr von erheblichen Mängeln. Das können also dann nur noch unerhebliche Mängel sein, die nicht gravierend sind. Und wenn Sie jetzt wieder einen Schritt hochgehen ins Befriedigen, dann steht dort eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht. Was fällt Ihnen auf? Das Wort Mangel taucht jetzt nicht mehr auf. Das heißt also, eine Klausur, die mangelfrei ist, bewegt sich, wenn sie durchschnittlich ist, von 7 bis 9 Punkten. Und wenn Sie in den Bereich kommen wollen, den Herr Oetker vorher angesprochen hat, dann müssen Sie halt eben etwas abliefern, Bereich vollbefriedigend, 10 bis 12 Punkte, was über den durchschnittlichen Anforderungen liegt. Und das ist, diese textliche Beschreibung verdeutlicht Ihnen, dass es einen Durchschnitt gibt. Und jetzt kommt häufig in die Situation, dass es dann heißt, naja, es ist doch bei den Juristen sehr merkwürdig, wenn es 18 Punkte gibt, dass der Durchschnitt dann bei 7 Punkten liegt. Wenn Sie aber den Text sich anschauen, dann ist es mit 7 Punkten eine in jeder Hinsicht durchschnittliche Leistung. Das ist keine Böswilligkeit, dass wir das Notensystem nicht ausschöpfen. Das kommt übrigens vor, dass wir es auch bis ganz oben ausschöpfen. Aber ein netter Kollege hat es mal so formuliert, der Durchschnitt der Studierenden ist eben durchschnittlich. Das ist so. Das ist einfach eine statistische Situation, sagt über sie aber individuell gar nichts aus. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nehmen Sie so Bewertungen nicht persönlich. Wir kommen dazu. Wenn Ihnen jemand sagt, die Durchfallquote in der letzten Klausur vor 3 Jahren im BGB-AT war so und so viel Prozent, dann sagt das über Sie und Ihre Erfolgsaussichten gar nichts aus. Null. Das ist die Notenskala für die Einzelnoten. Es gibt dann noch eine Notenskala, die auch vorgegeben ist, wiederum für die Gesamtnotenbildung. Das Einzige, was Sie jetzt sehen, weil wir halt eben diese textlichen Beschreibungen haben wir hier auf Platzgründen nur weggelassen, aber die Notenstufen rutschen etwas im oberen Bereich runter. Warum? Weil wenn Sie aus mehreren Einzelnoten eine Gesamtnote bilden, dann ist es viel schwieriger, in 8 Klausuren immer 16 Punkte zu schreiben. Da sind wir etwas großzügiger, nämlich dass Sie in das sehr gut schon kommen, wenn Sie halt eben 6-mal im Staatsexamen dann halt eben die 14 Punkte erreichen. Dann ist das eine Gesamtleistung, dann
die an sich sehr gut ist. Das einzige Problem mit diesem sehr gut ist, das finden wir dann auf der nächsten Folie, das ist wahrscheinlich nicht so ganz sichtbar bei Ihnen als Zahl, das ist halt sehr gering. Das heißt, wenn Sie sich hier also das anschauen, ich habe das bei mir nur sehr klein ausgedruckt, dann erkennen Sie, dass wir in den Zahlen beim Befriedigend dort den Schwerpunkt haben und damit landen Sie wieder eben bei dem Satz, den ich gerade schon mal zitiert habe, der Durchschnitt ist nun einmal durchschnittlich. Das ist nicht böswillig. So, wir haben auf der nächsten Folie nochmal die Aussagen zusammengestellt, das können Sie unterblättern, die nun eben nochmal zu der Bewertung führen und dann haben wir einen Punkt dazugefügt. Es gibt immer wieder die Anregung, Sie können, deshalb komme ich erst zu dem oberen Teil, es gibt immer die Anregung, dass man doch auf einer imaginären Normalverteilungskurve kommt. Das ist eine Diskussion, die Sie aber nicht führen können unter Geltung und Anwendung der Prüfungsordnung. Sondern Sie können die Diskussion nur führen, wenn Sie die Prüfungsordnung ändern. Warum? Wir sind nach der Prüfungsordnung verpflichtet, jede Klausur einzeln zu bewerten anhand dieses Maßstabs, einer durchschnittlichen Leistung, einer Leistung mit Mängeln und so weiter. Wenn wir auch immer auf einer Kurve korrigieren würden, dann würde das dazu führen, könnte es dazu führen, dass auch Klausuren, die an erheblichen Mängeln leiden, wenn sie nur genug andere Leute finden, die auch Fehler machen, im gleichen Umfang, dass das dann eine ausreichende oder befriedigende Leistung wäre. Damit werden wir aber nicht mehr dem gerecht, was die Prüfungsordnung von uns verlangt. Deshalb nehmen Sie bitte mit, Noten sind nicht willkürlich. Sie sollten sich in dem Votum, was drinsteht, wiederfinden mit Ihrer Leistung. Ja? Das Korrigieren auf einer Kurve ist mit der aktuellen Prüfungsordnung und den Vorgaben dafür nicht zu vereinbaren. Und wenn Sie ganz unten in den Punkt gehen, und das leitet jetzt schon über zu der Frage mit den Missverständnissen, es gab eine Frage mal, oder zumindest ist das zu Gericht gelandet, mit der Frage, wenn ich in einer Klausur auf Seite 7 und 8 einen Haken habe und hinten steht unter meiner Klausur drunter der Satz, der eben zu dem mangelhaft gehört, eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leistung, dann kriegen wir immer wieder Remonstrationen mit der Aussage, meine Leistung ist doch nicht im Ganzen nicht brauchbar, weil auf Seite 7 ein Haken ist. Das ist komplett erledigt. Dieser einzelne Haken, der da steht, kann einen Systemfehler, den Sie an anderer Stelle begehen, der gewichtig ist, nicht ausgleichen. Ja. Das gibt es als Rechtsprechung vom Bundesverwaltungsgericht inzwischen sogar. Aber Sie sollten sich nicht auf diese Notenstufen sowieso konzentrieren. Konzentrieren Sie sich auf die viel erfreulicheren Bereiche. Und deshalb lassen Sie uns noch auf ein paar Missverständnisse schauen. Wir haben drei rausgegriffen. Das erste ist aus völlig über die Jahre gesammelten Bewertungen von Klausuren, die ich gesehen habe. Manchmal kriegt man dann das Feedback von Studierenden, das heißt, obwohl ich 6 Punkte habe, enthält meine Bewertung nichts Positives. Ja, das ist so. Das können Sie gut finden, das können Sie schlecht finden. Der Punkt, warum meistens nichts Gutes drinsteht, es geht nicht nur bei Klausuren mit 6 Punkten so, sondern Sie werden auch Klausuren mit 10 Punkten finden, wo nicht drin steht eine tolle Leistung. Das liegt schlicht daran, weil der Korrektor Ihnen begründen muss, warum es nicht mehr ist. Denn Sie müssen sich in eine imaginäre Situation versetzen. Sie haben gesehen, dass Bewertung von Klausuren Rechtsanwendung ist. Das heißt, Sie alle können also zum Verwaltungsgericht gehen und theoretisch Ihre Note überprüfen lassen. Und deshalb sind diese Bewertungen so geschrieben, dass der Korrektor seine Note rechtfertigt.
immer gesehen gegen einen imaginären Vorwurf, warum bin ich nicht besser bewertet worden? Weil es geht ja niemand von Ihnen hin und sagt, also meine Klausur war aber die 7 Punkte, die ich gekriegt habe, nicht wert. Das passiert ja nicht. Sondern Sie gehen mit 7 Punkten eher hin und sagen, warum habe ich nicht 9 oder 10? Und deshalb wird das Ihnen begründet. Deshalb sind die Bewertungen durch die Bank weg eher immer, dass rausgeschrieben wird, das war nicht gut, das war nicht gut, das hat gefehlt und so weiter. Das ist ziemlich zermürbend. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Das ist noch deutlicher. Auch das gab es. Es gab Leute, die gesagt haben, ihre Bewertung ist unter der Gürtellinie. Und das ist, nehmen Sie bitte jetzt mit dem, was ich gerade gesagt habe, zusammen. Bewertung bezieht sich, und das ist mir ganz, wirklich ganz, ganz wichtig. Bewertung einer Klausur bezieht sich nicht auf Sie als Person. Niemand von uns hier wird sich anmaßen, Sie als Person zu würdigen. Es ist etwas, was wir nicht wollen und was uns auch nicht zusteht. Das Einzige, was wir tun und was unsere Aufgabe ist, ist das, was Sie in 120 Minuten in der Klausur zu Papier gebracht haben, zu bewerten. Nicht mehr, nicht weniger. Wie das zustande gekommen ist, das wissen wir gar nicht. Wir wissen nicht, ob am Tag vorher, ob da alles gut war, ob Sie sich aus Ihrer Beziehung getrennt haben, ob Ihre Großmutter verstorben ist. Das können wir alles nicht wissen. Und deshalb ordnen wir auch niemals diese Klausurleistung in Ihr Leben ein. Das wäre völlig fatal. Und das möchte ich bitte immer, dass Sie das so verstehen. Sie bekommen ein Feedback zu Ihrer Leistung, die typischerweise ein paar Wochen zurückliegt. Die spiegelt nicht Ihren gesamten Leistungsstand wider. Sie spiegelt nur das wider, was Sie geschrieben haben. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn Sie seitdem sagen, ich habe seitdem eine Lernkurve, die total super war, dann ist das Vergangenheit. Das Einzige, was Sie machen sollten, ist, dass Sie sich die Bewertung durchlesen, denn wir sind in einem Studiengang, wo Sie immer davon leben, dass Sie das, was Sie schreiben, präsentieren müssen. Sie müssen sich in Anführungszeichen verkaufen. Das, was Sie schreiben, muss Ihnen jemand abnehmen. Sie sollten eine Lösung präsentieren, mit der Sie andere überzeugen. Das ist wichtig. Der dritte Punkt, der absolute Klassiker. Ja, Sie kennen jemanden in der Arbeitsgemeinschaft, man legt seine Klausur nebeneinander und sagt, ich habe das gleiche geschrieben wie der andere neben mir, der hat aber so und so viele Punkte mehr. Sie erinnern sich an unsere erste Folie zum Thema Bewertungsmaßstab, die Gleichmäßigkeit der Korrektur ist sicherzustellen. Das können wir immer nur bedingt, weil es Menschen. Wenn wir verschiedene Korrekturassistenten beschäftigen, können wir immer nur den Leuten die gleichen Bewertungsmaßstäbe mit an die Hand geben. Das sind ausformulierte Erwartungshorizonte, die geben wir mit. Wie die Leute dann selber bewerten, ist nicht ganz ihnen überlassen. Sie sollen sich natürlich anhand dieser Maßstäbe halten, aber 100% gleich werden wir es nie. Das ist immer subjektiv. Der eine empfindet es schwieriger, der andere empfindet es weniger schwierig, der eine empfindet den Fehler als schwerwiegenden Mangel, der andere als weniger schwierig. Das ist normal. Das Wichtige ist dabei, dass Sie eine Sache auch nicht vergessen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Gleiche da steht, und das hatten wir schon häufig, dann heißt es nicht, dass das auch vom Korrektor so wahrgenommen wurde, sondern manchmal ist es eine Kleinigkeit, ein kleines Wortteil, was halt eben einen Unterschied macht. Sie werden in diesem ganzen Studium nicht umhin kommen, dass es sehr viel aufs Detail ankommt. Es wird nicht sehr grob und sehr holzschnittartig sein, es wird sehr viel klein und Detail sein. Und diese Details machen manchmal den Unterschied aus zwischen 7 und 9 Punkten. Weil es um Formulierungsfragen geht, um die Frage, wie ist etwas aufgebaut, wie ist etwas dargestellt. Das sieht für Sie auf den ersten Blick so aus, als wäre das das Gleiche, das ist es aber aus der Sicht eines Korrektors häufig nicht. Sie werden sich mit dem Notenspektrum
Spektrum wieder beschäftigen, wenn wir zur Probeklausur kommen, wenn wir am Ende des Semesters zur Zwischenprüfungsklausur kommen. Lassen Sie sich davon aber nicht abschrecken. Das ist das, was ich Ihnen sagen will. Herr Oetker hat vorhin gesagt, natürlich ist es immer so, dass wir Leute haben, die sagen, das ist mir zu viel, das ist mir zu viel Druck, das ist mir psychisch zu viel, das ist nicht aufmunternd, das ist mir nicht verschult genug. Das gibt es immer. Aber lassen Sie sich nicht von dem Notensystem abschrecken. Sie alle können sich entwickeln. Und wenn Sie am Anfang eine Klausur mit 4 Punkten schreiben oder nicht bestehen, heißt das nicht, dass das Ihre gesamte Studiendauer so bleiben muss. Das heißt vielleicht nur, dass Sie dann ein bisschen anders lernen müssen. Sie müssen immer Ihr System hinterfragen und sagen, kann ich was ändern, kann ich was verbessern, kann ich an meiner Lerntechnik was verändern, sodass es für mich subjektiv besser passt. Sprechen Sie mit anderen darüber, wie andere auch lernen. Auch das kann Ihnen eine ganz große Hilfe sein. Haben Sie Fragen dazu? Dann schauen wir noch weiter, und zwar auf unseren letzten Punkt heute, von der Aufgabe zum fertigen Gutachten. Um was geht es uns an? Wir hatten schon gesagt, BGBAT ist aufgeteilt in 2 Blöcke. Was wir machen, ist Fallbearbeitung. Fallbearbeitung als Vorbereitung auf die Klausur. Sie bekommen in der Klausur keine abstrakten Fragen, sondern Sie bekommen einen Lebenssachverhalt. Vergessen Sie dieses wahnsinnig bescheuerte Vorurteil, dass wir ein theoretisches Studium sind. Das Einzige, was wir mit Ihnen die ganze Zeit machen, ist, Fälle aus dem realen Leben zu besprechen. Es gibt nichts anderes. Und Ihre Aufgabe besteht darin, diesen Fall zu lösen. Und zwar in einem sogenannten Gutachten. Dieses Gutachten sollen Sie entwickeln. Es ist ein Weg dahin, bis Sie wissen, wie Sie das tun. Und warum machen wir jetzt nicht nur Fallbearbeitung, wenn wir am Ende doch einen Fall bearbeiten in der Klausur? Naja, weil Sie eben diesen Fall lösen, nicht nach dem, was Sie abstrakt anhand einer Umfrage in einer Kneipe auch erfahren können, sondern weil Sie es mit dem Gesetz lösen sollen. Das ist Ihr Medium, warum Ihnen später Leute Geld bezahlen sollen, zu Ihnen kommen sollen, und Sie um Rat fragen. Das ist der Mehrwert, den Sie leisten im Vergleich zu einer Kneipenrunde, die über den Fall diskutiert. Und deshalb brauchen Sie beides. Sie brauchen die abstrakte Kenntnis vom Gesetz, was im Gesetz steht, von den Figuren, die im Gesetz beschrieben sind, und müssen das dann in die Falllösung transportieren. Wie machen wir das? Die Aufgabe heißt also, wir erstellen ein Gutachten. Was heißt Gutachten? Würdigung des konkreten Lebenssachverhalts, der Ihnen als Aufgabe, als Sachverhalt gestellt wird. Und das Ganze nennen wir deshalb Gutachten, weil es im Gutachtenstil erfolgt. Das Gegenteil davon ist der sogenannte Urteilsstil. Warum Urteilsstil? Beim Urteil ist es vom Aufbau her so, am Anfang steht das Ergebnis. Und in den nachfolgenden Sätzen wird Ihnen das Ergebnis begründet. Das erfordert aber einen gewissen Weitblick. Deshalb fangen wir mit Ihnen im Gutachtenstil an, umgekehrt. Sie fangen an mit einer Frage, einer sogenannten Fallfrage, einem Obersatz, den Sie formulieren. Und dann arbeiten Sie sich Voraussetzung für Voraussetzung ab. Und dann steht bei Ihnen ganz am Ende vom Gutachten das Ergebnis, was Sie brauchen. Gutachterliche Weise gefunden. Die klassischen 4 Ebenen sind der Obersatz, mit dem Sie beginnen, der eine Frage aufwirft, meistens in indirekter Rede. Dann definieren Sie abstrakte Begriffe oder Voraussetzungen. Und dann haben Sie etwas, das nennen wir Subsumption. Das ist also die Anwendung des Rechtssatzes, den Sie jetzt definiert und erklärt haben, auf den Lebenssatz. Und dann kommen Sie zu einem Ergebnis, was dann Schritt für Schritt aus Zwischenergebnissen sich zusammensetzt, bis zu einem Gesamtergebnis. Das Wichtige dabei ist, fangen Sie an, diesen Gutachtenstil ernst zu nehmen. Wir werden das mit Ihnen am Anfang sehr langsam einüben, an den
Arbeitsgemeinschaften auch teilweise an Sachverhalten, die sie etwas lächerlich finden mögen. Aber das Ganze hat seinen Sinn. Das sind Übungen. Genauso wie sie in der Grundschule oder in der Vorschule mal angefangen haben, Kreise zu malen, damit sie dann später eine Schreibschrift lernen. Wir beginnen langsam. Das Ganze nimmt dann allerdings Fahrt auf. Was ist dann in dem Gutachten erwartet? Klar, das ist dann so ein bisschen Struktur und Sprache, was wir haben. Ich weise immer darauf hin. Wir wollen von Ihnen keine Stichpunkte. Sie sind alle erwachsen. Warum wollen wir ganze Sätze? Sie sollen ein Arbeitsergebnis präsentieren, was Sie jemandem anders geben können zur Lektüre, der nicht rechtskundig ist, der das liest. Der will keine Stichpunkte. Wichtig ist bitte, achten Sie auf Rechtschreibung und Interpunktion. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber denken Sie mal, dass jemand wirklich, wenn Sie Anwaltsstäber sind, zu Ihnen kommt und Ihnen Geld bezahlt und Sie das Ergebnis dem geben und das Ding hat mehr Rechtschreibfehler als Zeilen. Derjenige, der Ihnen dafür Geld zahlt, fragt sich eigentlich, wofür er zahlt. Und wenn Sie es noch drastischer wollen, ich kann mich noch gut an meine Referendarzeit erinnern, da haben wir dann ein Strafurteil geschrieben. Und bei Urteilen steht immer oben drüber im Namen des Volkes. Und es gab ziemlich viele Rechtschreibfehler in verschiedenen Urteilen, die damals geschrieben wurden als Klausur. Unser AG-Leiter sagte das damals sehr klar und er hat das jetzt bewertet, er hat das in der Bewertung berücksichtigt, aus einem einfachen Grund. Er glaubt nicht, dass wir ein Volk sind, nahm damit Bezug auf die Überschrift des Urteils, ein Volk von Volllebersdingen. Es gibt die Krankheit, aber seien Sie bitte froh, wenn Sie nicht zu dieser Gruppe gehören. Verwenden Sie nicht so Formulierungen wie meines Erachtens oder ich finde, weil es ist sowieso klar, es ist ja Ihr Gutachten. Ja, Sie schreiben ja nicht die Meinung und sind ja nicht rausgekommen auf die Straße, haben eine repräsentative Umfrage gemacht. Sondern natürlich schreiben Sie das, was Sie selber für richtig erachten. Sie sollten aus meiner Sicht Überschriften bilden, weil es dem Ganzen eine gewisse Struktur gibt. Es hilft Ihnen selber natürlich auch. Und das Wichtigste ist dabei, der unterste Punkt hier, beschränken Sie sich auf das, was relevant ist. Und das wird Sie durch Ihr ganzes Studium begleiten. Die Selektion mit der Frage, was ist wesentlich und gehört hingeschrieben und was ist komplett unwesentlich und kann weggelassen werden. Das ist am Anfang bei Ihnen noch ziemlich leicht. Warum? Weil alles, was Sie natürlich jetzt im ersten Semester lernen, BGB, AT ist und deshalb wesentlich ist. Aber umso weiter Sie im Studium kommen, umso mehr wird für Sie selbstverständlich. Und dann können Sie auch Dinge wieder weglassen und kürzen. Haben wir noch die typische Gliederungsstruktur aufgenommen? Das ist typisch und üblich, aber Sie sind natürlich daran auch nicht strikt gebunden. Wir kommen dann zu dem Punkt 4, Subsumption als Herzstück des juristischen Gutachtens. Das Gesetz selber, da bleibe ich komplett bei Herrn Oetker, Sie brauchen ab der nächsten Veranstaltung einen Gesetzestext BGB AT. Da Sie den AT nicht einzeln kaufen können, brauchen Sie diese Textsammlung. Das Gesetz selber besteht aus abstrakt generell formulierten Normen. Da steht keine einzelne Person drin. Wir haben in Deutschland das Verbot von Einzelfallgesetzen. Deshalb ist es abstrakt generell. Und deshalb ist Ihre Aufgabe dann darin, diesen abstrakten Satz auf den konkreten Einzelfall, als Lebenssachverhalt, der Ihnen beschrieben worden ist, dann anzuwenden. Wenn wir sehen also, im Kaufrecht der Paragraph 433 BGB, hier konkret dann der Absatz 2, da wird dann bestimmt, dass der Käufer und Verkäufer, also die beiden Parteien des Kaufvertrags, dass der Verkäufer vom Käufer die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verlangen kann. Ja. Da die Parteien Käufer und Verkäufer heißen, können Sie erkennen,
dass wir einen Kaufvertrag dafür als Voraussetzung brauchen, denn ansonsten würden die Parteien ja nicht Käufer und Verkäufer heißen. Das heißt also, für Sie ist dann das aus abzuleiten, aus den Begrifflichkeiten, dass wir die Voraussetzung eines Kaufvertrags haben. Und dann müssen Sie gucken, ob halt eben in diesem Sachverhalt ein Kaufvertrag zustande gekommen ist, typischerweise durch die Subsumption der einzelnen Tatbestandsmerkmale für das Zustandekommen von Verträgen. Und das werden Sie in diesem Semester sehr ausführlich sehen, nämlich sogenannten Willenserklärungen, mit denen wir im Privatrecht davon ausgehen, dass wir unseren selbst gebildeten Willen, mit dem wir am Rechtsverkehr teilnehmen wollen, dann kundtun. Das klingt sehr mystisch, fast schon ein bisschen magisch, aber es ist halt ein sehr klares Gedankenmodell, was in der Person, in der Selbstbestimmtheit der Person wurzelt. Das ist unsere abstrakte Aufgabe. Wie sieht das jetzt häufig aus und was sind die Vorwürfe, die man ab und zu mal hört? Weil eben heißt das mal wieder, naja, ich finde die Vorlesung etwas unstrukturiert. Ich weiß nicht so recht, wie ich lernen soll. Mit dem Punkt sind Sie nie allein. Keiner von Ihnen weiß jetzt, wie er im Idealfall am besten lernt, weil es immer individuell ist. Wir können Ihnen nur abstrakt Vorschläge machen und sagen, was wir Ihnen empfehlen können. Reicht es aus, ein Lehrbuch zu lesen? Ganz klare Antwort, nein. Weil Sie damit rein passives Wissen anhäufen, was Sie aber nicht in der Klausur ausschließlich brauchen. Sie brauchen es auch, aber eben nicht nur. Am fatalsten ist der unterste Punkt. Ich lerne erst 2 Wochen vor der Klausur. Das ist in der Schule eine total beliebte Variante, die auch funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich sage das seit ein paar Jahren, Herr Böttger sagt das seit ein paar Jahrzehnten. Reihen Sie sich nicht ein in diese Gruppe der Leute, die das auch geglaubt haben. Wenn Sie sich noch an das Notensystem erinnern, umso weniger negative Kritik Sie bekommen, umso mehr Spaß macht Ihnen das Ganze. Das ist wie im Sport. Wenn Sie halt eben bestimmte Dinge machen und versuchen, dann macht Reckturnen zum Beispiel oder Barrenturnen viel, viel mehr Spaß, wenn Sie nicht mit dem Rücken ständig auf den Barrenstange fallen, sondern wenn Sie die Übung vernünftig zu Ende turnen. Und das ist das, was wir bei Ihnen erreichen wollen. Sie sollen in der Sache Spaß haben, Sie sollen Interesse haben. Sie haben das Studium gewählt, es hat Sie niemand dazu gezwungen. Das ist das Schöne. Geben Sie dem Ganzen eine Chance, aber ob das für Sie das richtige Studium ist, erkennen Sie nicht daran, wenn Sie sich die Videos aus unseren Vorlesungen, wenn Sie mal nicht in Präsenz dabei sein können, nur 5 Minuten anschauen. Wenn Sie dem Ganzen ernsthaft eine Chance geben wollen, machen Sie das Vollzeit. Herr Oetker hat das vorhin so lapidar gesagt, er hat gesagt, Sie alle haben sich dafür entschieden, halt eben ein Studium zu begehen und keine Ausbildung zu machen. Wenn Sie das Studium so ernsthaft betreiben, wie Schulfreunde von Ihnen, die sich für eine Ausbildung entschieden haben, das so ernsthaft vom Zeitaufwand her betreiben, dann fällt es mir sehr schwer zu glauben, dass Sie keinen Erfolg haben. Immer bis zu einem gewissen Grad. Mit Fleiß und Hingabe lässt sich ganz, ganz viel ausgleichen. Sie müssen nur wissen, ob Sie es wollen. Das ist wichtig. Und wenn Sie Spaß daran finden, dann machen Sie es sogar gerne. Und auch das ist ein Punkt, den Herr Oetker vorher sagte, wenn Sie es gerne machen, denken Sie bitte immer an eins. Sie sind jetzt alle so, dass Sie auf Ihrem gesamten Wegstrecke in Ihrem Berufsleben 40 bis 45 Jahre vor Ihnen waren. Sie machen doch am liebsten etwas, woran Sie Spaß und Freude haben. In der Schule kann man sich 12, 13 Jahre lang durchquälen. Das ist am Anfang so ein Zauber in der Grundschule noch. Ja? Das findet man dann alles neu und spannend und toll. Aber irgendwann wird Schule ja nicht mehr so spannend. Aber das geht vorbei, es ist eine absehbare Zeit und es gibt eine Schulpflicht. Hier sind Sie komplett freiwillig.
Und sie entscheiden sich mit dem Weg, wenn sie sagen wollen, ich gehe den Weg weiter, weil ich Spaß daran habe, das ist der Idealfall, und ich möchte das später beruflich machen. Was wollen wir deshalb erreichen und was ist aus meiner Sicht der gebotene Einsatz, damit Sie diesen Spaß entwickeln können? Sie sollten die Veranstaltung entsprechend vorbereiten, Sie sollten zu der Veranstaltung gehen, entweder in Präsenz, das macht glaube ich immer mehr Spaß, als nicht in Präsenz da zu sein, und Sie sollten es nachbereiten. Geben Sie dem Ganzen eine Chance. Vorbereitung, Minimum halbe Stunde. Sachverhalt vorher ausdrucken, hinsetzen, lesen, im Gesetz lesen und Sie sind wesentlich besser vorbereitet als die anderen. In der Veranstaltung machen Sie aktiv mit und danach schauen Sie sich dann die Lösungshinweise an. Wir haben Ihnen jetzt noch mitgegeben ein paar abstrakte Hinweise, wie so ein Zeitmanagement in der Klausur aussieht. Das haben wir sehr abstrakt gemacht, also Lesen des Sachverhalts, Analyse des Sachverhalts, Einordnung der Rechtsfragen, Anspruchsaufbau, Niederschrift des abschließenden Gutachtens. Das ist das, was wir mit Ihnen in den nächsten Einheiten machen werden. Wir werden das entwickeln schrittweise. Wir werden nicht am Anfang Ihnen einfach eine Klausur vortun, sondern ich werde mit Ihnen versuchen, interaktiv zu erarbeiten, wie gehe ich vor, wie lese ich den Sachverhalt, auf was soll ich achten. Das werden wir mit Ihnen am Anfang machen. Wir werden dann im Laufe des Semesters zu dem zweiten Schritt kommen, weil ich hoffe, dass Sie sich selber dann zu Hause hinsetzen und diesen ersten Schritt dann einüben, mehr aktiv. Ja? Und deshalb haben wir Ihnen hier auch noch schon beschrieben, was denn die einzelnen Schritte sind, bis hin zu Schritt 3, Niederschrift des Gutachtens. Können Sie alles sich auf den Folien, die wir auch im Internet haben, dann näher ansehen. Letzter Punkt von meiner Seite aus heute, ich überspringe die Schritte 1 und 2 und 3 gleich noch mit. Und dann kommen wir noch zum Thema Lesehinweise. Herr Oetker hat schon gesagt, zu seiner Zeit gab es damals schon den Box. Das war ein Lehrbuch zum BGBAT. Herr Box war damals Hochschullehrer in Münster, ist dann Richter am Bundesgerichtshof gewesen und später Richter des Bundesverfassungsgerichts. Herr Box ist inzwischen verstorben, das Lehrbuch wird weitergeführt von Herrn Walker, einem sehr netten Kollegen aus Gießen. Er hat hinten als Anhang zu § 38 Hinweise für die Klausur bearbeitet. Sie sehen also, dass auch die BGBAT-Lehrbücher inzwischen nicht nur reine Stoffvermittlungsbücher sind, sondern auch Hinweise zur Fallanwendung haben. Das Gleiche gilt für den inzwischen emeritierten Münchner Kollegen Herrn Köhler. Und das Ganze gibt es dann noch in verschiedenen Ausbildungszeitschriften. Wir haben Ihnen das hier aufgenommen. Die bekannteste und verbreitetste Ausbildungszeitschrift heißt JUS abgekürzt, Langform Juristische Schulung. Der Beck Verlag freut sich, wenn Sie die abonnieren. Ich glaube, sie ist im Moment sogar über das Hochschulmodul sogar verfügbar. Dann können Sie die abrufen. Wir haben Ihnen dazu das Bild aufgenommen, wie Sie auch über die E-Bibliothek dazu kommen. Aber Sie bekommen, glaube ich, eine gesonderte Einführung, ich weiß nicht, ob die auch die Fachschaft übernimmt, das zur technischen Einführung, wie Sie mit den Datenbanken umgehen. Ich persönlich würde Ihnen den Tipp geben, diese Zeitschrift JUS oder die JA oder die JURA, das sind so die drei wesentlichen Ausbildungszeitschriften, Sie begeben sich nicht in finanzielle Unwägbarkeiten, wenn Sie eine davon abonnieren, aber es lohnt sich. Ja, Sie finden in den Zeitschriften immer Aufsätze, Sie finden Falllösungsbeispiele, nehmen Sie das wahr. Sie finden am Anfang auch immer Sachen, wo Sie sagen, das hatte ich im Studium noch nicht, damit hatte ich keinen Kontakt. Das wird Sie aber später durchaus interessieren. Und warum kann ich Ihnen das Abo empfehlen? Weil dieser Zugang, den wir im Moment haben, ein erweiterter Corona-Zugang ist, der großzügig vom Verlag zur Verfügung gestellt worden ist, denn normalerweise enthält die Zeitschrift das Online-Modul von Beck Online diese Zeitschrift nicht. Das heißt also, Sie können nicht darauf vertrauen, dass das auf Ewigkeiten, sowieso nie, aber während der gesamten Dauer Ihres Studiums so in dieser Form erhalten bleibt. Haben Sie Fragen dazu? Bitte. Ganz kurz, diese Folien sind auch bei Ihnen auf dem Lehrstuhl, genau wie bei FH, oder? Ja, wir finden die Folien, weil eben haben wir an mehreren Orten, das heißt, zum einen finden Sie die Folien natürlich über das Video mit wieder, da sind die Folien drauf,
Sie finden die Folien auch nochmal gesondert als PDF-Dokument. Zum einen bei uns über die Homepage abrufbar und zum anderen über Ola abrufbar, weil wir da den Kurs auch angelegt haben. Ja? Wenn Sie in den Folien Tippfehler finden oder ähnliche Hinweise haben, sind Sie herzlich eingeladen, uns dazu eine E-Mail zu schreiben. Wir korrigieren es gerne. Bitte. Wir beide. Wir verantworten ja die Vorlesung als solche gemeinsam. Ja, und deshalb stellen wir die Klausur immer. Es ist irgendeiner von uns beiden, weiß ich nicht, ob wir das auswürfeln, Münze werfen oder so. Einer wird den ersten Entwurf machen, wir werden dann gemeinsam rüberschauen. Und dann ist das, die Klausur ist ein Ergebnis immer unserer gemeinsamen Abstimmung. Ja? Ich glaube aber nicht, dass das einen Unterschied macht. Ja, also spekulieren Sie, ich glaube, es macht keinen Unterschied, wenn die Klausur macht. Es geht ja nur um den ersten Entwurf, aber wir stehen, glaube ich, nicht gerade in Rede, dass wir die einfachsten Klausuren stellen. Aber ich weiß jetzt nicht, wer von uns die schwierigeren Klausuren macht. Soweit bin ich nicht in der Gerüchteküche involviert. Aber das Einzige, was wir machen, ist, und das, glaube ich, kann man immer sagen, wir stellen faire Klausuren. Der Unterschied zu anderen Kollegen ist, wir stellen halt eine reine Fallklausur. Weil Sie das brauchen. Wenn Sie eine Klausur stellen würden, wo wir Ihnen sagen, Sie kriegen 15 Fragen dazu, so Multiple-Choice-mäßig, dann würden Sie quasi damit schon eine Basispunktzahl sammeln. Und dann ist natürlich es so, dass die Klausur statistisch dann besser ausfällt. Das ist aber normal. Aber Sie werden in den weiteren Studien nie wieder Fragen bekommen. Und deshalb ist unsere didaktische Überzeugung, dass umso eher und umso früher Sie sich überzeugt damit der Fallbearbeitung auseinandersetzen, es Ihnen am Anfang wahnsinnig schwerfällt. Aber Sie langfristig und mittelfristig auch schon sehr davon profitieren. Wir hatten noch eine andere Frage. Ja, zum Beispiel, dürfen wir da uns Notizen machen, die Sie mit in die Klausur nehmen? Oder muss das? Nein. Also darf nichts rein? Nein, Sie dürfen. Es gibt so eine Hilfsmittelbeschreibung. Da sind wir schon wieder an einem sehr technischen Punkt. Was Sie machen dürfen, was ich Ihnen empfehlen würde, ist, wenn Sie diesen DTV-Text da haben, also zwei Punkte zu besetzen. Punkt 1, ich würde Ihnen davon abraten, zu sagen, ich arbeite ganz modern ausschließlich elektronisch. Das würde ich nicht machen. Sondern es hat was, wenn Sie mitblättern können, Sie sind wesentlich schneller. So ein BGB-Text muss am Ende des Semesters eigentlich auf den ersten Seiten fast auseinanderfallen. Dann sind Sie gut vorbereitet für die Klausur. Das Zweite ist, ich würde Ihnen raten, gehen Sie nicht mit diversesten Buntstiften rein. Weil ich das noch weiß, wenn man die Hilfsmittelbekanntmachung nicht mehr geändert hat, weiß das, einzelne Anmerkungen sind zulässig, aber systematische Hinweise sind nicht zulässig. Ich würde Ihnen folgenden Maßstab geben. Schreiben Sie, und das ist später im Staatsexamen, so es kommt jetzt gerade wieder, dass Sie gar keine Anmerkung im Gesetzestext haben dürfen. Das finde ich sehr hart. Im Studium ist es, glaube ich, noch zulässig, außerhalb des Staatsexamens, dass Sie mit Bleistift oder einem Stift, den Sie nehmen, unterstreichen. Ich würde mit Lineal unterstreichen, ich bin so ein Pedant halt. Unterstreichen Sie mit Lineal, dann wissen Sie genau, wo Sie anfangen, wo Sie aufhören, sieht dann halbwegs gerade aus. Und wenn Sie sich Normverweisungen dran schreiben, machen Sie auch das mit Bleistift, aber schreiben Sie nur die Zahlen dran. Und wenn Sie den ganzen Seitenleiste sich vollpinseln mit Normverweisungen, dann blicken Sie nach ein paar Wochen oder spätestens im nächsten Semester nicht mehr durch. Also machen Sie es eher weniger als zu viel. Weil wodurch sich das System bei Ihnen verfestigt, ist es Wiederholen. Und nicht dadurch, was Sie am Rand stehen. Wenn Sie am Rand 30 Normen stehen haben, dann sind Sie eher verloren, als dass es Ihnen hilft. Weitere Fragen? Es kommen ja, oder es wurde ja gesagt, dass vom BGB ja immer neue Auflagen kommen. Was für eine Auflage ist Ihnen empfohlen, sich anzuschauen? Die neueste? Oder ja. Ja, natürlich. Auch bei den Lehrbüchern. Sie sollten immer, wenn Sie jetzt anfangen, natürlich jetzt die aktuelle Auflage kaufen. Ich weiß jetzt beim BGB gerade nicht, welche Auflage das ist,
Aber das finden Sie ganz einfach raus. In jeder Buchhandlung finden Sie das. Finden es auch online raus. Back Online wird wahrscheinlich, oder Back Shop, ja, aus dem Backschen Buchimperium, könnte zu einem Freund werden, der einen lange begleitet. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir für heute beschließen. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, für die Fragen und hoffe, dass wir dann die Videos auch zeitnah zur Verfügung stellen können und dass einige von Ihnen, weiß nicht, wahrscheinlich nicht alle, weil es nicht immer die gleichen Anmeldungen sind, aber ich freue mich jedenfalls immer über diejenigen, die da sind und die dann auch aktiv mitarbeiten. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund.